Eine konzertante Zauberflöte kann ganz, ganz viel, denn jede Musiknummer in diesem wunderbaren Werk ist ein Geniestreich. Es ist eine unglaublich schnelle Oper, denn die Abfolge der Musiknummern bis auf die beiden großen Finale ist von einem unglaublichen Tempo geprägt, sodass alleine dadurch schon ein Sog entsteht. Wir haben aber vorsichtig ein paar Dialoge implementiert und versucht, aus dem Konzertanten dann so eine kleine Semifassung zu gestalten. Es war als Corona-Notlösung gedacht, denn unser Generalmusikdirektor hat sich auf eine sehr kleine Streicherbesetzung eingelassen, sodass wir die Orchestermusikerinnen und Musiker auf die Bühne bekommen. Es hat sich aber in dem Probenprozess gezeigt, in der Arbeit mit dem Orchester, mit den Sängern, eben auch mit diesen kleinen szenischen Anteilen, dass das alles andere als eine Notlösung ist. Ich finde es total erstaunlich, wie wenig man im Grunde genommen braucht, um diese Geschichte zu erzählen und sich in diese Geschichte hineinbegeben zu lassen. Also die Musik von Wolfgang Amadeus Mozart ist natürlich unglaublich packend und stark, und für mich liegt der Reiz in dieser Zauberflöte, die wir hier machen, in der Lebendigkeit. Das heißt, dieses Stück muss von vorne bis hinten in einem großen Wurf musikalischer Ekstase, kammermusikalischer Feinheit und allen möglichen Farben, die Mozart ja in die Partitur geschrieben hat, dargeboten werden. Und das geht in so einer unglaublichen Homogenität und einer Schönheit, dass es nur noch faszinieren kann. Also in dieser Musik ist alles richtig und im Orchester ist alles so brillant komponiert, dass man jede Sinfonie sozusagen mit hineinnehmen kann in diesen ganzen Kosmos, um die Musik so lebendig werden zu lassen, wie sie ja von Mozart erdacht wurde.